Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 21 Trainerkarriere bei St. Pauli. Ja, FIFA 21 für uns alle noch ein bisschen Neuland und ich hoffe, ich kann euch ein paar coole Eindrücke von dieser Early Access Version geben und das probiere ich in der heutigen Folge wieder zu tun. Wir haben nämlich sehr, sehr spannende Spiele, wir können mal ganz kurz auf den Kalender blicken, aber ich sehe schon, wir spielen gegen Nürnberg, ja, ganz, ganz spannend. Und Nürnberg hat auch geile Fangesänge, also da freue ich mich ja immer drauf. Dann spielen wir gegen meinen Herzensverein, also direkt zwei Franken hintereinander. Ich bin ja Fürth-Fan, habe auch eine Spielerkarriere bei Fürth und ich bin einfach total, ich freue mich da total drauf. Wir spielen sogar auswärts im Rohnhof. Und dann, ich weiß gar nicht, ob ihr das seht, das ist glaube ich hinter mir das Spiel, gegen Fortuna Düsseldorf, ja, das ist ja der Aufsteiger. Das wird ziemlich, ziemlich knapp und ziemlich, ziemlich gefährlich. Also die drei Spiele warten auf uns. Düsseldorf ja auch direkt hinter uns. Ein bisschen Konkurrent und so. Nürnberg auch recht gut. Fürth leider sehr, sehr schlecht. Bin ich mal gespannt. Tut mir natürlich da im Herzen dann ein bisschen weh. Aber gut, wir werden das alles sehen und beobachten. Und wir schauen einfach mal, was hier passiert. Entwicklung. Ihr habt ja gesagt, ich kann hier irgendwas entwickeln. Da können wir eigentlich gleich mal reingucken. Also man kann die Spieler so ein bisschen umtrainieren. Man kann die so ein bisschen hin und her irgendwie, keine Ahnung. Zum Beispiel kann ich Baccarada mal ein bisschen als rechter Mittelfeld oder so trainieren. Das können wir eigentlich mal machen. Ihr habt gesagt, ich soll nochmal mit Burgstaller sprechen und ihn am besten jetzt schon kaufen. Dann wechselt er halt erst im Januar, aber dann habe ich ihn schon mal sicher. Und das werden wir jetzt probieren und hoffentlich nicht verkacken. Und damit warten wir auf ihn und es kommt zur Verhandlung. Willkommen, schön, dass Sie da sind, ja. Herr Guido. So, das mit Burgstaller sollte durch sein. Ist alles angenommen. Und ich habe ein bisschen mehr bezahlt, aber ich wollte ja, dass er sicher kommt. Nicht, dass ich da irgendwas verkackt. Das wäre natürlich scheiße gewesen. So, auf geht's gegen den Club. Wie gesagt, die haben auch Auswärtsfans mitgebracht. Das feiere ich ja immer. Da erfreue ich mich ja immer dran. Und ich bin sehr gespannt. Wir haben natürlich auch die lauteren Fans zudem, dass wir natürlich auch zu Hause spielen. Außer Nürnberg geht es gleich in Führung, dann ist nicht so geil. Schauen wir uns gleich mal alles an. Boah. Immer wieder im Gegenpressing, richtig, richtig stark. Das gibt's doch nicht. Und Robin Hack auch ein sehr, sehr schneller, guter Spieler. Ja, jetzt muss man aufpassen, da ist viel Platz. Und da ist Baccarada in letzter Sekunde. So, das ist jetzt eine gute Chance für uns. Und das ist schlecht von Kirei, gut von Zander. Aber auch gut von dem Torwart. Ich glaube, Matenia ist es. Ditgen. Ditgen mit einer Flanke und die kommt richtig gut. Dass der Torwart den gehalten hat. Ist ja Matenia. Ditgen. Ditgen. Dass der nicht drin ist. Ah, Alter, war das knapp. Oh, das ist abseits. Ja. Und jetzt ist es nochmal Ditgen. Komm schon, Kirei. Wohin denn? Ey, das gibt's doch nicht. Ja, die Chance habe ich echt verkackt. Mann, Leute. Nürnberg ist nicht schlecht. Die haben ja sonst auch sogar ein Abseits-Tor gemacht und so. Die machen schon echt Probleme und Druck. Aber es ist. Eigentlich sind wir die bessere Mannschaft. Ich meine, auch Matenia hat echt gut gehalten. Ja, man sieht hier. Wir werden unserer Rolle Platz 1 ziemlich gerecht aktuell. Spielen das richtig, richtig gut. Aber jetzt haben wir ein Problem, weil es wieder abseits ist, Gott sei Dank. Boah. Das war 3 gegen den Torwart. Oh Mann. Das ist Kirei. Und das ist ganz, ganz viel Platz für Kirei. Es ist... wieder nicht das Tor. Ja, vielleicht habe ich mich ein bisschen zu sehr nach unten fallen lassen.
Aber da war halt der meiste Platz. Schön freier Abschluss, aber halt wirklich daneben. Kirei. Kirei. Es ist Matenia. Der macht einen unglaublich guten Job. Nein. Boah. Eieiei. Da musst du aufpassen. Das wäre natürlich absolut unverdient. Also Nürnberg nicht schlecht, aber trotzdem halt. Wir sind viel besser. Und jetzt ist es wieder Matenia. Es gibt sie nicht, ne? Jetzt ist es wieder Buchtmann. Der war schon mal vorm Tor, ist nicht zum Abschluss gekommen. Jetzt kommt er zum Abschluss. Einen verdienteren Führungstreffer habe ich noch nie gesehen. Das ist sowas von verdient. Und das ist sowas von wichtig. Ich brauche die 3 Punkte gegen Platz 5 gegen Nürnberg. Boah. Ah, komm, wir wechseln einfach mal. Warum nicht? Sein erstes Tor, Buchtmann. 1:0. Stadionsprecher hat keine Lust. Nice. Und da ist auch mal unser Torwart. Sehr schön. Sehr schön abgegrätscht. Das heißt, es bleibt beim 1:0. Es bleibt bei weiteren 3 Punkten. Leute, ich weiß nicht, wie unglaublich gut das läuft, aber es läuft richtig, richtig nice. Die Fitness lässt nach und ja, heute war einfach Matenia da, aber trotzdem, ansonsten 3 Punkte, besser kann man es eigentlich nicht machen. Mal gucken, was das Spiel jetzt gegen Greuther Fürth mit sich bringt. Wird ein schweres Spiel, definitiv. Greuther Fürth ist auch so eine Mannschaft, die wirklich schwer zu bespielen ist. Ist sogar der Angstgegner von St. Pauli. Aber ich meine, bei denen läuft es extrem schlecht und bei uns läuft es extrem... Ah, wobei, die haben ein Spiel gewonnen, lol. Die haben ihr letztes Spiel gewonnen, jetzt auf Platz 14. Eieiei, und unser Angstgegner. Müssen wir aufpassen. So, ich habe die Mannschaft ein bisschen durchgemixt. Wir können ja nicht immer mit der gleichen spielen. Er spielt wieder dieser Riesenstürmer da vorne drin. Ademu habe ich von Anfang an spielen lassen und Rechtsverteidiger Wied. Ja, warum nicht, ne? Julian Green, in den letzten 3 Spielen 3 Tore erzielt. Ja, da kann man schon mal Angst vor haben. Da fühle ich mich doch gleich heimisch. Sehr, sehr schön. Die Greuther Fürth Trikots kennen wir aus der Spielerkehre. Das Stadion kennen wir auch aus der Spielerkehre, aber auch von echt. Boah, da wird es schon mal knapp. Himmelmann zur Stelle, unser Torhüter. Okay. Frühes Pressing. Oh Gott. Und frühes Tor. Branimir Hrgota. 7. Spielminute. Geraten in Rückstand. Das ist beschissen. Ja, es ist einfach der Angstgegner. Es ist wirklich so. Das Kleeblatt. Und Branimir Hrgota mit seinem 2. Saisontor. Und ja. Der Stadionsprecher funktioniert auch wieder. Und da ist das 2:0. Wieder Branimir Hrgota. Schön eigentlich gehalten vom Torwart. Der Ball prallt aber ab. Und da kann man dann nichts mehr machen. Scheiße, Mann. Das gibt's doch nicht. Als ob wir es tatsächlich gegen Fürth hinten liegen. 2:0 vor allem. Julian Green. Harvard Nielsen. 3:0. Ich glaube, das ist unsere erste Niederlage, Leute. 3:0 hier noch zu drehen in Fürth. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Steht da so blank vom Tor. Wir verteidigen das echt mies. Das ist nicht gut. Ditken. Aber in der Mitte ist halt wirklich keiner so richtig frei. Komm auf den Riesenstürmer. Es hat fast funktioniert. Und dann ist Sascha Burchert da. Halbzeit. 3:0.
Und 4-0. Reihepark Branimir Gotha. Also das ist jetzt echt kacke. Leute, ich habe gedacht, Fürth ist total schlecht. Und wir können die jetzt richtig wegballern. Ich hatte schon echt Angst. Ich habe schon fast Mitleid gehabt, bevor das Spiel überhaupt gestartet ist. Und jetzt schlachten die uns einfach ab. Was soll das denn? What the fuck? Und 5-0. Sauber. Also das Spiel haben wir verloren. Ich weiß zwar nicht, was hier passiert, warum das so extrem krass abgeht. Es ist wieder Herr Gotha. Es ist Fürth in Ekstase. So was habe ich nie gesehen. Also so habe ich Fürth noch nie in echt spielen sehen, noch nie in FIFA spielen sehen. What the fuck ist hier los? Ich wechsle dreimal. Es gilt hier nur an Schadensbegrenzung jetzt. Ich will hier das 6-0 nicht kassieren. Am besten vielleicht noch ein Tor machen oder so. 4-5-1 oder so. Aber das ist schon echt hart. Das ist gerade eine richtig harte Nummer. Die machen uns die ganze Tordifferenz kaputt. Und stehlen uns Punkte. Ja, genau so will ich das sehen. Perfekt. Richtig gut gemacht. Das ist der Plan. 5-1 und weiter geht's. Das ist so ein Dreck. Als ob das funktioniert. Branimir Gotha. Ich glaube, 5er Pack hat er jetzt. Abgefälschter Ball. Himmelmann kann nichts mehr machen. 6-1. Ey, was ist das denn? Das kann doch nicht normal sein, oder? 7-1. 7-mal die Tore gehört. So viel Tore schießt Fürth in 5 Spielen nicht. Und jetzt gegen mich. Ey, ich heul gleich. Das kann doch nicht sein. What the fuck? Alter, die machen einfach immer weiter. Es war abseits. Es war abseits. Boah, ich verstehe es nicht, ne? Es ist so krank. Krass. So ein Ergebnis mal in der zweiten Fußball-Bundesliga zu sehen, das ist heftig. Branimir Gotha macht 5 Tore. Das ist, also dass wir gerade 7-1 verloren haben, ich komme nicht drauf klar. Und ich verstehe auch immer noch nicht warum. Alter Vater. 11 Schüsse, 8 aufs Tor und 7 drin. Willst du mich verarschen? Ich hatte gerade gegen Nürnberg genauso viel und habe 1-0 gewonnen. Was war das bitte für ein Spiel? Das kann doch kein Zufall sein, oder? Die haben meine ganze Tordifferenz einfach kaputt gemacht. Ihr blöden Hunde, ganz ehrlich. Tordifferenz 0, obwohl wir die stärkste Offensive sind. Ah ja, Fürth ist jetzt mit mir zusammen die stärkste Offensive. Herr Gotha trifft beim 7-1 Sieg. Ja. 5-mal. So, er hat sich beschwert, dass er gerade nicht spielt, aber er hat gesagt, er hängt nicht wirklich an seiner Position. Deswegen würde ich bei ihm gerne einstellen, das konnte man noch gerade machen, oder nicht? Wie geht das jetzt wieder? Dass er rechter Mittelfeldspieler lernen soll. Und er hat es natürlich noch nicht gelernt, aber wir setzen ihn direkt mal auf der Position ein, um einfach mal ein bisschen zu gucken, was passiert, wie schlägt er sich. Und dafür kommt Daschner jetzt mal ganz kurz auf die Reservebank. Düsseldorf, ein direkter Konkurrent quasi und auch natürlich der Absteiger aus der Bundesliga. Das heißt, die haben auch Ambitionen und dementsprechend wird das natürlich jetzt auch wieder schwer. So wie wir gerade gespielt haben, würde ich sagen, kassieren wir jetzt ein 10-0. Und 1-0 für Düsseldorf. Es geht los. Ey, das kann nicht sein. Jetzt sind wir... Wir haben unsere erste Niederlage kassiert und das war einfach zu krass gerade gegen Greuther Fürth. Und jetzt geht's weiter gegen Düsseldorf. Die ist eigentlich noch stärker wie Fürth. Fuck, ey. Das gibt's doch jetzt nicht, oder? Handelfmeter. Yes. 16. Oh, das dauert wieder ein bisschen. So, ich kann aber keinen Elfmeter schießen. 2 habe ich schon verschossen.
Alle guten Dinge sind drei. Ich schieße erstmal so. Ich verende die Ecke kurz vor knapp. Oh, ich schieße aber trotzdem in die Mitte. Ich habe gesehen, der Torwart, der springt nach rechts. Und da war Mitte natürlich die sicherste Variante. Ausgleich durch einen Elfmeter. Ich habe mich nicht getraut, den zu weit nach rechts zu moven. Da habe ich gesehen, er springt, und dann habe ich wieder ein bisschen nach links gezogen. Ja, war in Ordnung. Nicht der beste Elfmeter, aber er ist drin und das ist die Hauptsache. Das erste Tor von Benatelli. Und das war schön. Komm, hau den Ball weg. Himmelmann. Jetzt der neue RM mit der Flanke. Das wäre so ein sicheres Tor gewesen, aber es war abseits. Scheiße. Oh, Benatelli. Stoppt doch mal auf Kirei. Nochmal Kirei. Dass der nicht drin ist, das gibt's doch nicht. Das war so knapp. Der zweite Schuss war so knapp. Boah, Mann. Halbzeit. 1:1. Und ja. Das ist wirklich in Ordnung. Also man muss echt aufpassen. Sehr. Es ist wirklich richtig, richtig eng bei Düsseldorf. Wir können jede Sekunde ein Tor kassieren. Die sind auch sehr effizient. 4 Schüsse, 4 aufs Tor. Also wirklich nicht schlampig. Aber wir haben im Gegensatz zum Fürth-Spiel gerade auch halt wirklich selber Chancen. Die gehen zwar daneben. Wir haben ja ein paar gesehen. Aber wir haben selber auch Chancen und der Elfmeter war natürlich dann auch sehr, sehr wichtig. Und das gibt uns so ein bisschen ab und zu die Momente, uns zu befreien für ein paar Minuten. Und das ist in Ordnung. Ditgen ist einfach ein Supermann auf der Seite da unten. Und ja, die Flanke war okay, die war echt nicht schlecht. Wenn die gut einen guten Abnehmer findet, dann ist sie drin. Aber der war halt leider nicht da, dieser Abnehmer. Weiß nicht, was ich hier machen soll. Mein Spiel laufen sich nicht frei. Ich habe jetzt einfach einen Einwurf gemacht. Aber das war schon ein bisschen lächerlich. Ditgen immer wieder mit Akzenten da unten. Jetzt ist Kirei fast dran. Gibt eine Ecke. Da ist der neue rechte Mittelfeldspieler. Der spielt mal auf Ditgen. Und der mit einem Kopfball, der geht ja irgendwo hin. Da ist er wieder. Zieht Tempo an. Und Buchtmann probiert's mal. Wird aber da geblockt. Oh Gott, der Ball kommt ja perfekt auf Ruven Hennings. Was ist das denn? Zareis. Ah, und dann fliegt da Hennings drüber. Da kann ich doch nichts dafür. Guck mal, da habe ich mich sogar noch verletzt dabei. Da Schmerzen. Und dann drückt mir der Schiri noch eine gelbe rein. Das ist doch echt ein bisschen lächerlich. Oh. Wahnsinnsgrätsche. Ganz, ganz wichtig. So, und da ist jetzt Buchtmann. Dem wird viel Platz gemacht. Und da ist Buchtmann. Den muss er machen. Den kann man machen. Der Schuss war auch gut. Da fehlt nicht viel. So, drei Wechsel. Taschki kommt rein, mache ich nicht so gerne, aber muss ich jetzt machen, einfach um frischen Wind nochmal zu haben. Unser rechtes Mittelfeld wieder gut besetzt mit dem richtig gelernten rechten Mittelfeldspieler. Der andere lernt das ja jetzt erst. Zander. Und da ist Taschki und er macht's. Tatsächlich. Der eingewechselte Taschki. Dieser Affe, den lasse ich ja relativ ungern spielen, lieber Kirei. Und jetzt ist er eingewechselt und jetzt kriegt er die wunderbare Flanke von Zander, dem Rechtsverteidiger. Und jetzt gibt es diese häslige Toranimation, die drücke ich jetzt mal weg. Nice. Wichtiges Ding. Ditgen. Schöner Ball. Oh, und wir haben ja jetzt eigentlich Zeit. 88. Spielminute.
So wirklich Stress haben wir jetzt nicht. Schlagen einfach mal die Flanke. Gehen wir mal in den Rückraum. Und da ist Aremu, der da nicht zum Abschluss kommt. Ich hatte schon Schießen gedrückt. Das war sauknapp. Eine Minute Nachspielzeit. Ja, komm. Also bisher haben wir ja einen ordentlichen Schock gekriegt in dieser Folge. 1-0 gegen Nürnberg war knapp, aber verdient. Aber dann 7-1 gegen Greuther Fürth, das war richtig scheiße. Und jetzt haben wir Düsseldorf, unseren direkten Rivalen, ganz, ganz knapp mit 2-1 besiegt. Hätte, wie gesagt, so oder so ausgehen können. Auch mit Unentschieden hätte es ausgehen können. Es war sau, sau knapp. Könntest du mal hier sehen. Also ich habe zwar 3 Schüsse mehr gehabt, dafür hatten sie 2 mehr aufs Tor. Ich hatte einen Elfmeter noch mit drin. Also war wirklich ein knappes Spiel. Und auch vom Ballbesitz sehr ausgeglichen. Wir haben es für uns entscheiden können mit einem 2-1 und das ist total wichtig. Und das sehen wir auch anhand der Tabelle. Alle haben 8 Spiele gespielt, naja, Karlsruhe und HSV noch nicht. Aber im Prinzip haben wir dann doch wieder plus 1 Tordifferenz und auch plus 1 Punkt im Vergleich zu den anderen. Und sind tatsächlich immer noch Platz 1. Nach 8 Spielen immer noch auf Platz 1. Ich bin richtig, richtig stolz auf meine Leistung, auf unsere Leistung, auf die Mannschaft. Richtig, richtig nice. 3 weitere Spiele haben wir in der nächsten Folge noch. Ihr seht sie jetzt zwar nicht, hinter mir sind sie versteckt. KSC Hannover und Holstein Kiel. Und dann geht es aber direkt los, das ist sogar eine englische Woche, dann mit Pokal und VfL Bochum. Wird knapp und im Pokal können wir uns dann hoffentlich an Greuther Fürth rächen. Scheiße, dass die uns die Tordifferenz versaut haben, scheiße, dass wir Punkte liegen lassen haben. Aber nichtsdestotrotz sind wir immer noch auf Platz 1 der Tabelle und ja, dementsprechend bin ich da hingegen echt nochmal zufrieden und wenn wir im Pokal sie dann raushauen und da im Pokal uns einfach beweisen, dann behalten wir am Ende die Hand oben und das ist ganz, ganz wichtig und das wäre schon ziemlich, ziemlich geil. Ich bedanke mich damit jetzt fürs Zuschauen, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonnieren, falls ihr das Ganze noch nicht gemacht habt und ansonsten bis zum nächsten Mal, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.